Sie startet unsere Transformation. So, jetzt müssen wir uns erstmal überlegen. Wir brauchen jetzt erstmal eine Yellow Lotus Potion. Um überhaupt anfangen zu können, uns zu transformieren, ne? Ohne Yellow Lotus geht da überhaupt nicht. So, wir haben ja, ach Gott sei Dank, haben wir noch eine Attribute Potion, das ist ja super. So. Dann die Maske, die schmeißen wir mal hier rein. Ebenso den Schlüssel, den brauchen wir jetzt auch nicht. Interessiert uns jetzt vorläufig nicht. Erstmal wohl bekommst, meine Lieben. Ah, ich frage mich immer, wo diese Lichter hingehen. So. Auf jeden Fall Vitalität 3, ne? Ohne Vitalität 3 geht gar nichts. Tja, Merut, tja. Tja. So. Und ein bisschen Belastung muss auch sein, ne? Sonst sind wir dauerhaft überlastet und das ist nicht gut. So. Machen wir mal das hier. Gut. Ein bisschen Stärke. Auf jeden Fall Tier 2 bei Stärke. Stehvermögen. Ein bisschen zumindest. Präzision müssen wir dann, das machen wir dann später, ne? Wenn mal der Patch da ist, dann gehen wir, werden wir einen Bogen-Dolch-Assassinen-Typi, aber ich würde echt ja mal ein bisschen in Beweglichkeit investieren. Das ist eigentlich schon geil, Beweglichkeit, ne? So ein bisschen. Prinz verbrauchen weniger Ausdauer. Sturzschaden wird halbiert. Überleben brauche ich eigentlich gar nicht, finde ich. Das hilft uns beim Kämpfen jetzt nicht so wirklich. Hm. Dann lieber mal hier T3 noch mitnehmen. Eisenmuskeln. Ja, weiß ich, aber noch ist er ja nicht da, der Patch. Der Patch ist ja noch nicht da. Und wir werden ja heute auch ein bisschen spielen. Und da wir heute ja auch noch ein bisschen spielen werden, ist das nicht blöd, finde ich. So. Und die Rüstungen bleiben uns ja. Die Rüstung bleiben uns. Die Rüstungen bleiben uns ja. So, natürlich müssten wir uns eine epische Form unserer Rüstung bauen, aber das können wir uns jetzt schlichtweg nicht leisten. Ne, das geht leider nicht. Ah, die lemurianischen Sachen haben wir jetzt bekommen. Schön. Eigentlich wäre diese Hyänenfellrüstung ganz geil, glaube ich. Weil ich jetzt gerade nicht weiß, welche Rüstung uns genau Dings bringt. Ich baue jetzt nur mal die Standardversion, nicht die epische. So eine leichte Rüstung wäre natürlich ganz dufte eigentlich, aber ich weiß nicht. Leichte Rüstung sollte man in episch auf jeden Fall bauen, ne? Hm. Lautlose Legion war das, ne? Exakt. Schauen wir mal, Rüstung. Barbarenrüstungen. Das Exakt von drüben war für mich bestimmt, oder? Exakt. Gut. Ich hab's nur durch die Wand gehört. Exakt. Ja, ja. Exakt. Ach Mist, ich müsste alles nochmal neu lernen hier. Weil wir hier jetzt keinerlei... Ach, das ist ärgerlich. Das ist ärgerlich. Ich müsste nochmal alles neu lernen. Ich bräuchte nochmal eine Feed Potion. Eigentlich. Oder wir nehmen uns diese Rüstung der schwarzen Hand, aber... Da haben wir, glaube ich, nicht so viel, ne? Da gibt es nicht so viel. Eine Lederschürze wäre doch gut. Ja, wir brauchen fast eine Feed Potion.
Junger Mann, bauen Sie mir eine Feed Potion. Währenddessen schaue ich mir schon mal die Dolchauswahl an. Ich glaube, so viel haben wir da gar nicht zur Auswahl bei den Dolchen. Ja, wobei, ein bisschen was haben wir. Königsmörderdolch. Ah, das lemurianische Schwert gibt's jetzt auch. Nice. Das ist jetzt auch, ne, das wird jetzt auch kein Bild oder so, wo ich sage, hohoho, der ist super gut. Ich will einfach nur ein bisschen, ich will einfach nur einen spaßigen Bild haben quasi. So ein bisschen mit Dolchen kämpfen, weil ich das einfach toll finde, mit Dolchen zu kämpfen. Das ist etwas, was mir Spaß macht. Das ist ja auch interessant. Wieso habe ich den Schlangenmenschen, das Schlangenmenschenzeug? Das sollte ich ja eigentlich noch gar nicht haben, oder? Sternmetall. Sternenmetalldolche, glaube ich. Die würden am meisten Sinn machen, denke ich mal. Lass uns mal die Sternmetalldolche craften. Wo sind die Button? Wo ist unser Sternmetallzeug? Wir haben es auf jeden Fall. Aber wo? Freue ich mal auf den Offhandkampf. Ja, auf das freue ich mich auf jeden Fall. Das wird toll. Das wird super mit Offhand und so. So, wo ist das Sternenmetallzeugs? Wo ist unser... Sag mal, du, da im Dings, im Zoom. Ja, ich hier. Ist bei dir irgendwo Sternenmetall? Ich guck mal. Bei Nachfragen. Ja, 231 okay. Barren. Na, sehr gut, dann komme ich zu dir mal. Dann laufen wir halt in den Süden. Ist auch schön. Schwupps. Das ist echt doof mit der Musik, aber es geht leider nicht anders. Ich hätte gerne weiterhin meine super tolle Playlist, aber die spinnt. Die ist leider dem Festplattenwechsel zum Opfer gefallen. So. Ah, da müssen wir auch irgendwann mal runter, ne? Zu diesem Drachen. Ach, herrje. Also ich finde, ich sehe nicht schlecht aus in der Rüstung. In der Lautlosen. Du siehst doch in allen Rüstungen gut aus. Psst. Später vielleicht. Schnuckelhase, du siehst doch in allen Rüstungen gut aus. Später vielleicht. Die Klappe. Ja, ja. Ruhe jetzt. Böse Festplatte, ja. Ich musste leider meine alte Festplatte mal ausrangieren. Die hat sich nämlich gerne disconnected und dann wieder reconnected. Und dann habe ich mir eine neue gekauft und habe eigentlich alles genauso exakt rübergezogen wie bei der alten Festplatte. Und auch, sie hat auch denselben Laufwerksbuchstaben und so, aber irgendwie der VLC-Player, der mag das nicht. Leider. Der miese VLC-Player. Das miese, dreckige Schwein. Ich hasse den VLC-Player. Na, da muss ich mir sowieso noch eine Lösung überlegen für den VLC. Oh je, der VLC. Nee, da muss ich mir... Ich muss mal gucken, ob es irgendwie noch so ein MP3-Player-Programm gibt. Ich meine, in Zeiten von Spotify und YouTube ist das ja eher eine Seltenheit. Aber früher Winamp, ne, das war eigentlich der... Das war schon der Shit. Der Next-Level-Gen-Shit. Aber irgendwie, naja. Das macht mein Hirn auf der Arbeit auch immer. Dieses Disconnect und Reconnect. Ja, kenn ich. Dito. Oh, guck mal. Die schwebende Skyline unserer Basis im Süden. Ist das nicht schön? Und Office House. Nicht zu vergessen, Office House. Und der Emir-Alter. Und,
Die freistehenden Mauern. Ah, da kommen sie. Da kommen sie eingeflogen. Sozusagen. So, ab ins Handwerksgebäude. Ist übrigens wieder heute Ruckeln Exiles so ein bisschen. Das Spiel hasst mich heute wieder. Ah, das kennen wir ja schon. Das ist ja nichts Neues. Da erzähle ich dir ja nichts Neues, ne? Wenn ich sage, das Spiel mag mich heute wieder nicht. Das ist ja ganz normal. So, oh ja, Sternmetallbarren. Das ist genau das, was ich suche. So. Lalala, lalala. Ja, genau, dein Shop, Offi. Ob die Verkäuferin mal ihren Lohn bekommen hat? Ich weiß es nicht. Vielleicht solltest du sie mal bezahlen. Nicht, dass demnächst wieder eine Purge ansteht dann. Das wollen wir ja nicht. Wir brauchen einen Dolchgriff. Habe ich den überhaupt schon gelernt? Ich, Depp, habe jetzt natürlich nicht meine Feed Potion mitgenommen. Ne? Ich bin auch so eine Pflaume. Ich bin so eine Pflaume. Es ist unglaublich. Also die Bombi-Transformation kann auch so. Ja, natürlich nicht. Natürlich nicht. Warte mal, haben wir hier noch Gelb-Lotus irgendwo rumfliegen, liegen? Nein. Aber ich weiß, wo Gelb-Lotus in der Nähe ist. Also meine Transformation dauert noch ein bisschen. Du kannst mich doch nicht so erschrecken, alter Schwede. Hallo. Ich meine Bu. Eieiei. Bu. Wollen wir die Tempel hier im Süden aufwerten oder im Norden? Ja, überall. Überall, okay. Weil den einen da unten, den Miezekatzen-Schrein, den kann man schon. Der Ketto-Schrein? Ja. Den Miezekatzen, den Hello Kitty-Schrein? Ja, genau den. Den Hello Kitty-Schrein. Das ist doch die Gottheit. Hello Kitty ist doch die Gottheit, wo man Menschen essen darf, oder? Ja, habe ich auch gehört. So, da haben wir unsere Potion. Ich werde jetzt den Miezekatzen-Schrein aufwerten. Den Hello Kitty-Schrein. Ja. Zu Ehren der heiligen genau Hello den. Kitty. Ja. Sie ist ein sehr rachsüchtiger Gott. Ich stelle mir gerade einen Avatar von Hello Kitty vor, wo so eine dicke, fette Manga-Katze auf eine Basis losgeht und alles zerstört. Oh ja, und dann so Tableflip-mäßig das Ganze. Genau. Und sie zieht einen Regenbogen der Zerstörung hinter sich her. Und diese Niam-Katzenmusik. Genau. Und sie kotzt Regenbögen. Als Super-Attacke werden Regenbögen ausgekotzt. Die dann alles töten. Die dann Tod und Verderben über die Welt bringen. Ja, der Mithra-Schrein wird auch gerade aufgewertet. Sehr schön. Das hier wird gerade gemacht. Das wird zum Freudendom quasi aufgewertet. Da haben wir ja... Miezekatzen-Schrein. Ja. Mit dem legendären Thrall Hello Kitty, der Hingebungsvolle. Ja. So, okay, wir brauchen... Ich guck mal, was man hier noch so an Schreinen aufwerten kann. Das wird wieder lang dauern. Ach, je. So, Yellow Lotus Feed Potion, bitteschön. Guter kulschitischer Alchemist. Guter Mann von der Alchemistenfront. Wir wollen auf jeden Fall demnächst auch mal in den Vulkan gehen, aber erstmal noch ein bisschen was hier machen. Ich meine, wir wollen noch Rasma treffen, ne? Die alte Razi. Und hier muss ich dann auch nochmal gucken. Ich glaube, da habe ich noch gar nichts gelernt, ne? Das ist
Das ist, man vergisst solche Sachen immer. Wie zum Beispiel Kriegsbemalungen, weil man sie einfach irgendwie gar nicht so auf dem Schirm hat. Aber eigentlich würden die supermäßig helfen. Aber man denkt sich halt immer, naja, brauche ich ja eigentlich nicht. Erstmal Prost, Freunde. So. So, dann lernen wir mal alles nochmal neu. Weil es so schön ist, weil es so viel Spaß macht. Erstmal die ganzen Werkzeuge neu lernen. Haben wir schon wieder Punkte verschwendet? Ich weiß. So, das hätten wir schon mal. Kochen wollen wir natürlich auch weiterhin können. Fischen und so. Und brauen. Und herden. So. Kisten, glaube ich, brauche ich jetzt erstmal nicht. Landmann brauche ich jetzt erstmal auch nicht. Leibeigene. Das Problem bei Kriegsbemalungen ist, dass sie so extrem schnell wieder verschwinden. Die Katzen schreien. Sehr schön. Ist da jetzt eine große Hello Kitty drauf, oder? Ja, die Hello Kitty hat irgendwie Flügel bekommen. Oh, cool. Schaue ich mir gleich an. So, Möbel brauche ich jetzt erstmal auch nicht. Wir gehen jetzt erstmal auf Waffen und Rüstungen. Erstmal die Rüstungen. Die sind mir jetzt gerade wichtiger. So, pass auf. Barbarenrüstungen, die glaube ich... Die können wir, glaube ich, getrost auslassen. Aber diese Räuberrüstungen. Sandsturmmaske, ja, müssen wir irgendwann mal auch reparieren und so, ne? Rüstungen mächtiger Zivilisationen. Sehr interessant. Ach so, nee, passt schon. Ich glaube, der Mitra-Schrein hat unseren Leibeigenen verschluckt. Solange es nicht beim Hello Kitty-Schrein ist, Naja, der ist noch da. Oh, Gott sei Dank. Oh, hübsch. Ja. Hübsch. Vor allem die Titties. Ja. Die Titties sehen gut aus. Einer hat den Leibeigenen verschluckt. Tja, einmal mal verschluckt. Er wurde von Mitra zu sich... Mitra hat ihn zu sich gerufen. So. Ja, ja. Ja, ja. So, pass auf. Epische Exo-Objekte. Genau, so ungefähr. Und zwar hätte ich da gerne... Ich glaube, ich nehme dieses Zamoranische Dieb mal. Das ist, glaube ich, das ist cool, das Set. Bauen wir jetzt natürlich noch nicht episch, weil, Baum, aber... Aber, wir lernen es zumindest mal. So, Krieger. Ich glaube, das müssen wir lernen, ne? Damit überhaupt hier irgendwas geht. Frostschmieden, Lemurianisches Schwert hier, ja... Verteidiger brauchen wir jetzt gerade nicht. Schläger brauchen wir gerade nicht. Wir brauchen Scharmützler. Scharmützler. Und zwar... Titties sehen immer hübsch aus. Genau. Absolut. Scharmützler. Da brauche ich diesen Griff, brauche ich noch, ne? Waffenschmied-Lehrling sollten wir auch mitnehmen. Ist das Schaftmacher? Ja, Dolchgriff. Genau. Gut. Sternenmetalldolch. So, dann können wir uns nämlich jetzt schon mal den Sternenmetalldolch herstellen. Dann haben wir das schon mal. Ach je, das ist ja kompliziert hier. Isoliertes Holz. Voller Stolz präsentiere ich Ihnen isoliertes Holz. So, einmal bitte isoliertes Holz. So, einmal bitte Dolchgriff. Ich hoffe, das ist der richtige Griff jetzt, aber es müsste schon der richtige sein. So. Zack, bim. Oh, wir können natürlich auch die aquilonischen Ponyas bauen. Die sollten wahrscheinlich genauso stark sein wie die Sternmetalldolche. Vermute ich jetzt mal. Lass mal die nehmen. Lass Ey, du hast nicht zufälligerweise ein paar Ziegel bei dir? Stinknormale Ziegel, nee, in den Tiefen deines Inventars? Die sind im Norden.
Ach so. Die sind im Norden in der super Bautruhe, die ich errichtet habe. Ach so. Genau. Schade. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das sieht ziemlich gut aus. So. Okesen. Dann brauchen wir unsere Diebesrüstung. Die kostet natürlich sau viel, ne? Deswegen machen wir jetzt erstmal die normale. Dann bekommen wir zwar mehr Schaden und sind nicht so stark. Und damit brauchen wir auch nicht in den Vulkan gehen. Aber... Ach, Katzenfell. Katzenfell, Katzenfell. Shit, wir haben kein Katzenfell. Weißt du, wir haben alles. Elefantenfell, dicke Haut, Spinnfäden. Aber Katzenfell? Ich gehe mal eben auf die Jagd. Okay. Müssen mal jagen gehen, kurz. Da. Das war ein tolles Geschenk damals von Tatze. So. Gehen wir mal kurz in die Dschungelausläufer auf Jagd. Nach Katzen. Laufen wir überhaupt richtig? Ja. So halbwegs zumindest. Ich bin ja gespannt, wann das Update kommt. Ich habe letztens Gerüchte gelesen, es solle angeblich diese oder nächste Woche schon erscheinen. So, wer will kämpfen? Kommt ruhig her. Oh ja. Oh ja. Aus Prinzip. Oh, die sind lustig, die Dolche. Oh, 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 oh. Schön. Das macht Spaß. Ich wusste gar nicht, dass das Kämpfen mit Dolchen so viel Spaß macht. So, wir brauchen Miezekatzis. Ich glaube, wir finden demnächst welche. Miezekatz. Sei mein Spatz. Oh, da ist ein T-Shirt. Das ist doch gut. Oh. Ein Lenker. Boah, dem... Wäre ich jetzt in Bud Spencer Mode, ne? Dann hätte ich den Tiger jetzt einfach mit meinen bloßen Händen verprügeln können, aber wir sind leider nicht in Bud Spencer Mode. So, dann nehmen wir den da vorne noch mit und dann kommen wir eh schon wieder zurück. Komm her. Oh ja. Das ist schön. Das ist echt lustig mit Dolchen. Ja? Ja. Schön. Ich baue mir eine Raureif-Axt. Willst du auch eine? Ja, so eine Raureif-Axt, ne? Kann man schon mal mitnehmen. Können wir den Altar hier oben mal machen. Vielleicht irgendwann. So. Den habe ich jetzt einmal aus Prinzip nochmal mitgenommen. Ruckel, ruckel. Ruckel, ruckel. Was? Wer will? Du? Du willst? Okay. Will ich mal nicht so sein. So. Oh, der Mond zieht heute wieder schnell vorüber. Wie schön.
Was schwebt denn da so Schönes in der Luft? Ah, die Basis. Ja. Natürlich. Was denn sonst? Gut.